Wobei, wir haben ja unseren Sohn und Erben, der ist 12, also das ist gar nicht so schlimm. So, also es ist jetzt nicht, das ist halt nicht optimal, weil er ist halt noch nicht 16, aber potenziell könnte er übernehmen. Das wäre halt potenziell machbar. Das Reich ist eigentlich recht entspannt gerade, also wir haben keine offenen Kriege mehr. Das ist halt super wichtig und super gut, dass das noch erledigt wurde an der Stelle. Das ist ich echt. Kehre zurück. Jawohl, ich bin bereit. Ja, geil, auf geht's. Ich habe meinen Ablasshandel gerade noch gemacht. Jawohl. Die Traumfängerin versucht sich derweil jetzt an aufbauenden Kommentaren. Aber immerhin geht er in die Geschichte ein. Besser als mittelmäßig. Oh, was ist hier passiert? Ach, der Dude ist gestorben. An Herzversagen. Geil. Oh mein Gott, bevor ich gestorben bin, ist mein Dings noch gestorben, mein Lehnsherr, den ich loswerden wollte die ganze Zeit. Ein Zeichen Gottes. Ein Zeichen Gottes. Dass Gott ihn doch noch vor dir zu sich ruft und ihn aus dieser Welt entfernt. Das ist ein sehr schönes Zeichen. Wahr. Das ist ein wunderschönes Zeichen. Das ist absolute göttliche Fügung. Und ich bin auch noch mein Dings losgeworden. Ich bin auch noch mein Dings, wie heißt das, mein... mein Malus losgeworden. Ach, und jetzt ist sein Sohn leider unter verdächtigen Umständen gestorben. Großartig. Du klingst wahrlich traurig. Ich bin gestorben. Jetzt bist du endlich ein aufrechter männlicher Herrscher. Ja, ich habe für meinen Sohn habe ich noch alles geregelt davor, musst du dir vorstellen. Kannst du kurz Pause drücken? Ah, ich kann auch. Nee, jawohl. Ja, dass ich hier ganz kurz vorlese. Aber ich bin sehr glücklich. Ich habe das noch geregelt. Ich habe die Familie, bevor ich gestorben bin, mein letzter Akt war noch, diese furchtbare Familie loszuwerden. Es ist absolut großartig. Folgendes. Herzogin Babirilla von Galizien hat diese Welt verlassen im Alter von 54 Jahren. Sie starb an Herzversagen. Sie war ein bezaubernder Mensch und berühmt für ihre ausgefeilten Festmahle und grandiosen Bälle. Herzog Isaac besteigt den Thron. Da er erst 12 Jahre alt ist, wird der Rat ihn in den ersten Jahren seiner Herrschaft unterstützen. Und jetzt sind wir Gottes Kind. Auch religiöser Eiferer, unersättlich, reizend, begriffsstutzig, das wird gut. Ja. Ich muss nur durchkommen. Ja. Da muss ich ganz kurz meine Sachen regeln. Wie schön der ist, das wird schon alles gut. Du, ich hoffe. Ebenmäßige Gesichtszüge. So, ich möchte mich auf jeden Fall mit meinem Nachbarn hier anfreunden und meine Halbschwester da verloben. Ich kann ein Bündnis mit dir aushandeln. Das ist wundervoll. Das würde ich auch machen wegen meiner Halbschwester. Das funktioniert, ja. Hier kann ich leider kein Bündnis aushandeln. Der hält nichts von mir. Schade. Was ist mit ihr? Kann ich mit dem ein Bündnis aushandeln? Der hält auch nichts von mir. Wegen dem Unterschied in der militärischen Stärke. Ach, weil ich gerade noch zu schwach bin wahrscheinlich. Ich habe auch zu viele Domänen gerade. Das ist so ein bisschen... weil ich halt 12 bin, ne? Das ist halt schwierig. Ja, das ist immer blöd. Dann musst du Sachen abgeben. Das kostet oft recht viel an... So, ich möchte eigentlich beim Papst direkt ausgebildet werden. Das habe ich dem Papst gerade angeboten, um mich hier direkt beliebt zu machen. Dankeschön, Lady Nachtigall, für die 22 Aber Monate. Aber erzähl mir, was ist denn das jetzt für ein weiterhin. Typ, Dankeschön. Isaac? Dankeschön. Was sind seine Ziele im Leben? Naja, was will er erreichen? Er ist halt so wie seine Mutter. Okay. Er isst gerne, er braucht ein bisschen länger, um Dinge zu verstehen. Er ist ein religiöser Eiferer und seine Mutter, seine liebe Mutter, die ihn geliebt hat, hat ihm auf jeden Fall noch 12 Jahre lang eingeredet, dass er Gottes Sohn ist.
Also wir sind auf jeden Fall noch religiöser als davor. Oh Gott. Deswegen, das wird eine spannende Geschichte werden, auf jeden Fall. Aber das sollte auf jeden Fall klappen. Ach, da wurde gerade jemand für 50 Gold aus meinem Kerker freigekauft. Das ist großartig. Ich kann ein Spieletreffen veranstalten. Das machen wir direkt mal. Ich habe ein paar Nachbarschaftskinder eingeladen und ich bin gespannt, wie es wird. Vielleicht stolpert ja eins. Aber ich muss mich auch ein bisschen beim Papst einschleichen. Ja, das ist so cool, dass ich einfach beim Papst in Ausbildung bin direkt, ne? Das ist halt einfach geil. Oh Gott, Leute. Ein Dschihad. Oh oh. Oh Gott. Ich bin gar nicht so gläubig, geht da drüben hin. Hä? Da, die sind gläubig da drüben. Der ist Gottes Sohn. Oh, 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 oh. Die Weisheit des Waldes. Wir spielen gemeinsam im Wald, doch plötzlich bin ich ganz allein. Ich hätte schwören können, dass die anderen gleich hinter mir sind. Als ich gerade rufen will, natürlich nur, damit man mich findet und nicht etwa, weil ich Angst habe, stolpere ich über jemanden. Mein Radspitzel Maria, in einem schwarzen Umhang. Sie hockt am Boden und untersucht eine seltsam aussehende Pflanze. Sie gleicht sie mit der Abbildung in einem schwarzen Folianten ab, der aufgeschlagen neben ihr auf dem Boden liegt. Hallo, euer Hochwohlgeboren. Hat euch der Ruf des Wissens hierher geführt? Ich könnte Kräuterkundler werden und dann rausfinden, dass sie eine Hexe ist. Ich könnte eine Hexe werden, was überhaupt nicht geht. Ich könnte das Geheimnis von ihr aufdecken, weil sie eine Hexe ist und damit ein böser Mensch. Und das werden wir tun. Ja, natürlich. Und dann möchte ich sie einkerkern. Ja. Die wird sich von mir nicht einkerkern lassen. Aber das werden wir trotzdem machen. Also wir müssen es versuchen. Wir wurden ja gut erzogen von unserer Mutter. Sie ist geflohen. Meine Untertanen, bitte Geld. Der gesamte Daseinszweck meiner Vasallen ist es doch, meine Bestrebungen zu unterstützen. Sie mögen zwar schon Steuern für dieses Privileg bezahlen, doch ich werde den Gedanken nicht los, wie viel mehr ich doch einnehmen würde, täten sie alle nur ein kleines bisschen mehr in den Topf werfen. Großer Reichtum für mich, der sie kaum etwas kostet. Warum nur ein bisschen nehmen, wenn ich auch eine Menge nehmen kann? Und dadurch sind die Schulden jetzt gleich getilgt. Ja, wahrlich, wahrlich! Geil. Eine gute Lösung! Der Markt hat mal wieder geregelt. Großartig. Ich mach gleich wieder frei. I'm sorry. Jawohl. Ich muss hier nur ganz kurz eine Frau besorgen für meinen Ratsmarschall. Und der wird auch damit gleich einen Titel bekommen von mir, weil ich bin über meiner Domänenschwelle. Und das funktioniert nicht so gut. Damit sich die nicht quasi gegen mich verbünden. Das ist nämlich dann eher stressig right now. So. Yeah. Gesundheit. Dankeschön. Ja, da haben wir nämlich den ersten, der schon meutern möchte. Deswegen ist das ganz wichtig, dass ich das schnell löse hier. Dankeschön, Lordon. Achso, sorry. Dankeschön, Lordon, für den Raid. Vielen lieben Dank, das ist total nett. Und dankeschön, Yukiko, für die 18 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Und hallo, Lone Wolf. Und ja, Maurice kommt aus Bayern. Ihr seid nicht verlobt. Ja, ich habe aber auch noch keine Frau gefunden, die für mich stimmig wäre. Die sind alle nicht von Mama gebilligt. Die muss halt ähnlich gläubig sein wie du, ne? Also, ja, komplett. So, ich kann jetzt fleißig, großzügig oder geduldig werden. Ich werde fleißig werden. Ich bin fleißig, unersättlich
und ein religiöser Eiferer. Was für eine wunderschöne Kombination. So. Was denn jetzt? Gut, ich tue einfach so, als würde ich mich diesem Krieg anschließen und mache es dann nicht. Wer bist du denn schon? Okay, das Fürstentum. Wo ist ein schwacher Feind, den ich mal garantiert platt machen kann? Der ist leider sehr stark. Der hat 4000. Diese muslimischen Herrscher, die allmählich wird es ein Problem. Die sind schon jetzt recht mächtig geworden, alle. Ich habe meine Schwester nach England verheiratet. Ich habe die Pläne von meiner Mutter nicht umgesetzt, sie nach Kastilien zu setzen. Denn ich bin ein religiöser Eiferer und fleißig und ich möchte fleißig Spanien einnehmen. Deswegen wurde sie nach England geschoben. Zu Prinz Tedia. So. Das ist doch auch okay. Ja, ich denke auch. Sind gute englische Katholiken. Ja. Also, das ist. Das weiß ich tatsächlich sogar, Karim. Das weiß ich tatsächlich sogar. Wenn ich aber mich super halt spannend auf auch. Hallo Shusha. Und danke schön, Niso, für die 21 Monate und ganz viel dann Spaß. Wir hier so viel gemeinsam bewegen. Vielen lieben Dank. Wir könnten so viele Guldenscheffel, ich meine natürlich rechtmäßig für den Glauben kämpfen. Aber ich weiß halt, dass auf den kein Verlass ist. Oh. Jetzt möchte mir der nächste Titel aberkennen. Ich muss König werden. Es geht nicht. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. So. Prinz Döhard, kommen Sie und helfen Sie mir. Aus England. Gegen meinen schurkenhaften neuen Lehnsherrn. Also ich muss meine Mutter stolz machen und ich muss diesen König stürzen. Das kann nicht wahr sein. Ich kann nicht mehr Kriege gegen meine Lehnsherren führen. Das ist eine Katastrophe. Er hat es nicht verdient. Das Problem ist einfach, also die schaffen sich auch selbst ab, ne? Sie führen halt Kriege gegen uns fromme Katholiken, statt den Muslimen den Einhalt zu gebieten. Also die sind einfach eine Gefahr für den ganzen christlichen Glauben. Wir müssen die loswerden. Es geht nicht. Das stimmt, ja. Meine arme Mutter würde sich im Grab umdrehen. Was will er mir abnehmen? Ich weiß gar nicht gerade, was er haben wollte. Ich meine, ich gehe jetzt gegen seine Tyrannei vor, aber Gott habe sie selig. Wir brauchen Prestige, weil jetzt ist gerade, inzwischen ist er 17, aber er ist gerade im Krieg, ne, jetzt ist schon wieder, gerade seinen Krieg wieder durchgezogen. Ja, ich will den muss ich platt machen da drüben. Man kann Vatikanstaat überobern, ja, aber du kannst keine Republik spielen bis jetzt, leider. Das ist noch nicht drinnen. Oh, da oben kommt England. Da oben kommt England. Jetzt kann ich mich allmählich ein bisschen um meinen Hof kümmern, vielleicht. Das war ein guter Handel, dass ich dem meine Halbschwester hochgeschickt habe. Das hat sich schon ausgezahlt. Wikingerkäse. Ich halte an einem Straßenstand an, der einfache Speisen verkauft. Elo, die Händlerin, schließlich in den Strand hineingreift und eine geschnitzte Holzkiste hervorholt. Für euch, mein Lehnsherr, drückt mir den kleinen Leib in die Hand und beugt sich vor, um mir verschwörerisch zuzuflüstern. Er wurde von käseherstellenden Wikingern hier in Iberien gemacht. Gut, wir schicken jemanden los. Oh, ich habe eine wertvolle Geisel gefangen genommen.
Das sieht wundervoll aus. Ich habe einen Käse-Artefakt. Ich habe gereifter Käse und ich kann das als Schmuckstück tragen. Und es gibt mir einen Gesundheitsbonus. Aber einen Anziehungsmalus, wahrscheinlich weil ich nach Käse rieche. Ja, aber das ist ja auch, du bist ja, ich meine, als Sohn Gottes ist ja auch nicht so wichtig, ob du ein bisschen nach Käse riechst. Oh, Kastilian hat meinem König Krieg erklärt. Kastilier sind schäbige Halunken. Na, das ist, also das Problem, das ich eher habe, ist, ich möchte meine Unabhängigkeit haben. Und das kann ich aber nicht machen, während ich im Krieg bin gerade. Und jetzt werde ich da mit angegriffen. Oh, ist das ätzend. Warte mal. Wer den Käse nicht ehrt, ist den Sohn Gottes nicht wert. Ja, das sehe ich auch so. Nicht da irgendwie Kriegsbeitritt. Kann dir nur bei dem gegen den König kann ich dir beitreten. Ja, das ist ja auch klar, weil das quasi ja nicht mein direkter Krieg ist. Kastilien bin ich ja auch verbündet formell. Das ist das Problem. Obwohl der das ja nie ehrt. Ach, ich habe den zum Abdanken gezwungen. Und jetzt ist König Mendo von Galizien der neue, also sein Sohn ist, glaube ich, jetzt der, nee, sein Bruder ist jetzt der neue König. Und der ist halt noch schwächer als der andere. Das ist eine Katastrophe. Aber ich glaube, dadurch, dass das jetzt ein neuer ist, ich kann keine Unabhängigkeitsfraktion gegen den starten. Warum nicht? Ich möchte aber. Also ich möchte wirklich ganz dringend eine Unabhängigkeitsfraktion haben. Das ist auch keine Frage des Dürfens, sondern also ey, die Frau in meinem, ich habe ja eine Vasallin. Die wurde von meiner Mutter ignoriert und jetzt wird sie von mir ignoriert, weil sie eine Frau ist und deswegen keinen Ratsposten bekommt. Und die hasst mich mittlerweile auf minus 100%, weil die einfach 30 Jahre ihres Lebens ignoriert wurde. Das verstehe ich sogar irgendwo. Ich kann meinen Käse essen. Ist das geil? Ja, bei mir ist gerade ein bisschen das Problem, dass ich opportunistisch nach Gelegenheiten geiere und es gibt keine, weil die Nachbarn alle stark sind. Ich verstehe vor allem nicht, Scheich Wab ibn Abd al-Malik, wie kannst du mit zwei Gebieten, der wird Söldner haben, ja, der hat viele Söldner, sobald deine Söldner weg sind, Scheich Wab, komm ich vorbei. Also, da, okay, also ich werde gerade von sehr vielen Männern von Galizien angegriffen und mein König ist unfähig, mich zu verteidigen. Das ist extrem scheiße. Ich glaube, der König von Galizien, also die Kastilier sind ein Problem. Das, also die sind oberflächlich, vorurteilsbehaftet, treulos, expansionsgeil. Das sind alles Eigenschaften, die ich nicht kritisieren würde, wenn ich sie selber hätte, was ich habe. Aber in ihnen finde ich sie unsympathisch. Ich bin ein Kind, deswegen kann ich keine Fraktion gründen gegen ihn. Oh, das heißt, ich muss ihm allein den Krieg erklären, was ich machen könnte. Aber ich habe nicht genug Prestige. Aber das ist ja an und für sich gar nicht so schlimm, glaube ich. Also wenn ich ihm den Krieg erkläre und sage Unabhängigkeitskrieg, was habe ich dann? Dann bekomme ich eine Strafe. Ich habe einen entehrt quasi als Strafe. Das ist ein Ruhmmalus.
Und das ist eine weltliche Meinung von minus 10. Das ist eigentlich nicht schlimm. Und dann kann ich quasi parallel jetzt gegen den Krieg führen, um mich zu befreien. Oder ich warte, bis der Krieg da abläuft, aber dann bin ich unter Kastilien. Ich will nicht unter Kastilien sein. Maurice, was tun wir? Gegen Kastilien kann ich da gar nicht helfen, weil mit denen bin ich ja verbündet. Warum bist du mit denen verbündet? Weil meine Tochter doch dort ja, aber Königin ist. Dann wehrt sie los. Ich versuche gerade schon, den Enkel zu ermorden. Aber das wird nichts bringen, das ist nur aus Strafe. Gibt es auf dem heiratsfähigen Markt zumindest vielleicht eine Frau, die für mich mittlerweile Sinn macht? Ich lerne so ein wenig aus vorherigen Verlusten und erhöhe mal ein bisschen, auch wenn es Geld kostet, was wirklich ein Problem ist, erhöhe ein bisschen meine militärische Schlagkraft. Es ist nicht schön, dafür Geld auszugeben, wenn doch eigentlich eh alles mir zusteht und ich nicht ganz verstehe, warum Leute mir nicht einfach geben, was mir zusteht. Aber ich meine, der Dude mag mich zumindest, König Fernando. Also die Chancen stehen ja eigentlich ganz gut, dass ich mein Gebiet nicht verlieren werde, oder? Also ich weiß nicht, die Kastilier sind unsympathische Gesellen. Denen ist alles zuzutrauen. Meinst du echt? Ja, wirklich. Ja, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein, aber ich habe mir auch nichts zu Schulden kommen lassen bis jetzt. Also, ich werde auf jeden Fall nicht sofort abgesetzt werden, oder? Also, werde ich sofort abgesetzt werden? Nicht. Ich glaube nicht. Es gibt ja keinen Grund. Also, ich bin ein junger, gesunder Knabe. Ich habe nichts gemacht. Ich bin unersättlich. Das ist sündhaft für Katholiken, aber das alleine reicht ja nicht, um mich abzusetzen. Oh, du hast dem eine sündhafte Eigenschaft. Im Sohn Gottes eine sündhafte Eigenschaft. Das ist passiert. Der ist halt nach der Mutter gekommen. Die Mutter war da ja auch so. Du kannst gar nicht abgesetzt werden. Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, was für eine Lehnsautorität wir gleich haben. Ah, voll, wir haben ja begrenzte Lehnsautorität. Na, dann können Vasallen können entzogen werden. Titel können aberkannt werden. Also es geht schon. Geil, ich habe Vulgär-Italienisch auch noch gelernt. Das ist wundervoll. Kann ich von dem eine Sprache noch lernen? Also ich habe schon ein Komplott, ne? Aber wenn der Krieg noch lang genug geht, funktioniert das vielleicht noch mit der Unabhängigkeitsfraktion. Also ich bin jetzt 15. Na, schauen, wie lange wir noch brauchen. Haltet aber ein wachsames Auge auf die Bewegungen der Muslime in der Nachbarschaft, ob da sich irgendwer angreifbar macht. Reich Wapp hat keine Verbündeten. Und jetzt nur noch 1250 Mann. Aber er hat gut Gold, der kann wieder Söldner holen. Was soll er noch tun? Aber trotzdem. Ich finde das so problematisch, dass der Kastilianer gegen uns Krieg führt, statt gegen die Moslems. Ja, das ist ja vorher schon, ne? Ich habe gegen die Muslime gekämpft und der so, ne, du bist mir kein ausreichend schöner Verteidiger Gottes. Ja, das ist insane. Die Kastilianer, die sind keine anständigen, ehrbaren Leute. Nee, sonst auch nicht. Muss man so sagen, wie es ist. Sind sie auch nicht. Das ist eine Katastrophe.
Jetzt nehmen die Santiago da ein. Das kann doch nicht wahr sein. Dass der sich nicht schämt. Bisschen schwierig. Ich würde den gerne angreifen, aber der ballert dann alles in Söldner und dann ist er gleich stark. Mr. Weber bei Pegida und AfD. Ich halte ein wachsames Auge gegen die Muslime in der Nachbarschaft. Oh Gott! Oh Gott! Es ist auf das Spiel bezogen, Leute. Es ist auf das Spiel bezogen. Ja. Jetzt bin ich Teil von Galizien. Ich habe einen neuen Lehnsherrn. Oh, ah, die Kastiler, die werden auch so wichtig dafür, dass die so schurkisch sind. Aber alles ist gut. Ich habe einen Anspruch auf Mallorca. Oh, der hat direkt hohe Lehnsautorität reingeknallt. Aber komm, der stirbt doch bald. Der ist doch. Ich kann keinen Krieg gegen andere Vasallen führen. Das ist schwierig. Oh. Das ist schwierig. Das geht mir richtig auf den Sack. Das heißt, ich kann mich nicht weiter vergrößern. Unangenehme Geschichte. Ich sag's euch, wie es ist. Unangenehme Geschichte. Ach, okay, dafür habe ich gerade einen Vasallen bekommen. Graf Enko Menzier von Tui. Okay, das ist aber nett. Offensichtlich mag mein König mich. Hast du dir vielleicht umsonst Sorgen gemacht? Ich habe gerade einfach Meinung, Dinge dass, geschenkt bekommen. Dass ein Sohn Gottes jemanden ist, den er voll am Start haben will. Wir arbeiten daran, aber das gefällt mir sehr gut auf jeden Fall gerade. Ach, die schäbige Nachbarin, die weibliche, schäbige, kämpfende Nachbarin hat eine Fraktion gestartet. Das wird ihr noch leid tun. Gegen dich oder wie? Nee, gegen unseren Lehnsherrn. Aber auf einmal bist du voll für den Lehnsherrn. Also momentan, also ich habe ja jetzt gerade in dieser Sekunde noch kein Problem in die Richtung. Das Problem, das ich eher habe, ist, dass der Engländer, mit dem ich verbündet war, gerade gestorben ist. An Altersschwäche verstorben. Jetzt muss ich schauen, mit dem kann ich dann, sobald die verheiratet sind, ein Bündnis eingehen. Aber der ist eher schwach, der Fürst. Es war Zeit, eigene Töchter zu bekommen. Für das Mord kommt man jetzt auch kein Geld ausgeben, Leute. Ich will schon jemanden umbringen, damit habe ich moralisch kein Problem. Aber Geld ausgeben ist moralisch. Schwierige Geschichte, ja. Ja, also. Maurice! Nächster Monat, im April, in genau einem Monat, bin ich endlich volljährig. Was wirst du dann, was wird deine erste Amtshandlung als volljähriger Gottessohn sein? Wahrscheinlich eine Pilgerreise. Bisschen langweilig. Boah, langweilig, sagt er. Ich habe derweil billige, entwertete Nickelmünzen geprägt und niemand hat es gemerkt und ich habe mir die Taschen vollgestopft. Ich bin jetzt extravagant, quasi erwachsen geworden. Und ich bin ein undurchschaubarer Intrigenspinner geworden. Oh, nicht schlecht. Ja. Ich bin gestorben! Wie? König Sancho, der Schäbige, der Zweite von. Ich mache mal kurz Pause. Hat diese Welt verlassen im Alter von 62 Jahren. Er trank sich zu Tode. Grausam entstellt verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens abseits der Öffentlichkeit. Er konnte sein Gesicht nicht mehr zeigen. König Sancho der Geringste besteigt den Thron. Mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein wird er entweder Ruhm oder Schande über die Demercado-Dynastie bringen. Ja, wir haben nichts verloren, weil wir natürlich die Erbfolge gut geregelt haben. König Sancho der Geringste ist nicht der geilste Typ. Er ist reizlos, gierig, arrogant, aber immerhin fleißig. Und ein fähiger Taktiker, mit ganz guten Werten sogar. Also wird es, glaube ich, Zeit, dass wir
mit unserer wunderschönen Gattin, Königin Theodrada, die wir auch nur geheiratet haben, weil sie geil aussieht, um uns auszugleichen. Weil nur weil wir hässlich sind, wir sind ja reich. Heißt ja nicht, dass wir keine heiße Frau verdient haben. Ich würde mir mal meine Schwester zurück an den Hof holen, ne? Ist das in Ordnung für dich? Also, das ist deine Königin Mutter oder so. Nee, die mit ihren Liebesbläschen braucht eh niemand mehr. Sie ist meine Spieleerbin gerade noch, weil ich noch keine Kinder habe. Deswegen habe ich die gerne in guten Händen, sag ich mal. Nee, die Liebesbläschen möchte ich auch nicht auf meinem Hof haben. Aber im Gegensatz zu dir haben wir halt einen Hofarzt. Also mein Typ hat interessanterweise schon in Abwesenheit und ganz viel Spaß weiterhin, dankeschön. Voll auf Schrecken geskillt. Das war jetzt gar nicht meine Entscheidung so, ne? Aber ich bin übrigens Kulturoberhaupt von Galizien geworden gerade vorhin. Interessant. Das finde ich mega schön. So, sind wir bereit, wieder loszulegen? Gleich. Frauen durften damals erben. Naja, Männer haben ja den Vorrang quasi, aber es gibt sonst niemanden mehr in der Erbfolge, der erben kann. Also ich habe ja noch keine eigenen Kinder. Deswegen, wenn ich jetzt sterben sollte, bevor ich eigene Kinder habe, geht das Erbe automatisch auf meine älteste Schwester. Aber es würde sich dann auch zerreißen, tatsächlich. Also meine zweitälteste Schwester würde dann auch was erben. Das wäre doof. Oh, ich kann weitermachen. Jawohl. Das heißt, ich muss eh schauen, dass ich jetzt, dass ich da gleich eine Lösung finde. So, bei mir will jetzt direkt jemand das Reich des Lehnsherren vernichten. Nee, jetzt niedriger Lehnsautorität wollen sie haben. Graf Babouin Jehuschis. Okay. Ach geil, ich habe mich mit einem meiner Vasallen richtig gut angefreundet. Geil. Aber jetzt ist natürlich interessant, weil jetzt bin ich nicht mehr mit Kastilien verbündet. So, jetzt ist deine Liebesbläschenfrau ist jetzt meine Hofärztin geworden. Eine interessante Entscheidung, Pia. Und ihre Schwester ist mein Hoftutor. Also die Familie hält sich gerade wieder sehr eng fest, sage ich mal. So, ich bin 16 geworden. Es ist wundervoll. Das Erste, was ich mache, auf jeden Fall, ist eine Pilgerreise. Ich frage mich gerade, was mein Typ gemacht hat, um entehrt zu sein. Der fängt mit negativem Prestige an schon. Was hat er getan? Alter, ich bin direkt krank. Wir brauchen einen Arzt, aber einen billigen, bitte. Einen billigen. Wer ist die billigste? 45? Oh, Heinrich aus dem Römischen Reich ist verstorben. Es gibt jetzt Kaiser Viktor. Die kann ja, warum ist das eine Ärztin überhaupt? Die hat keinerlei Was ist das denn? Ich kann eine Ärztin anheuern, die ist sadistisch, lüstern und hinterlistig, eine brillante Strategin, aufstrebende Schwertmeisterin, Furtnerin, aber hat keinerlei medizinische Eigenschaften. Dann nehmen wir die mit den alternativen Heilmethoden. Dankeschön, Seraph, für die 8 Monate. Ein paar Globuli nehmen, dann passt das. Dankeschön. Ein paar Globuli nehmen, dann passt das. Großartig. Hey Leute, ich habe keine Affären mit meinen Schwestern. Die arbeiten nur für mich. Nein, ich habe ja eben keine Affären. Die Krötenbehandlung trägt nicht dazu bei, Pia, meinen Zustand zu verbessern. Die Krötenbehandlung? Was passiert hier? Sie hat eine Kröte auf meine Brust gelegt und aus irgendeinem Grund hat es mich nicht gesünder gemacht.
Ich verstehe das überhaupt nicht. Sah die Kröte dir ähnlich? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich reizlos bin, auch wie eine Kröte aussehe. So, ich habe Judith tatsächlich jetzt auch in den... Ich habe Judith jetzt tatsächlich auch zu einer Nonne werden lassen. Und als Nonne arbeitet jetzt... Wer Krötenspaß wird mit Kröten behandelt, wird bei mir gesagt. Ihr seid alle schlimm. Ah, das ist so schön. Es ist einfach, es ist so wundervoll. Wirklich, es ist so absolut wundervoll. Meine älteste Schwester ist jetzt einfach Nonne geworden und Hofarzt. Das ist die mit den, also die quasi Ex-Frau von deinem Mann. Also ich habe dafür gesorgt, dass sie niemanden mehr heiratet. Mach dir keine Sorgen. Und das ist einfach so wundervoll, wie in diesem religiösen Haus von mir jetzt einfach schon zwei meiner Schwestern Nonnen sind. Das hat offensichtlich sehr gut funktioniert mit der religiösen Erziehung. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aus irgendeinem Grund kann ich dem König von Frankreich den Krieg erklären. Ach, weil da irgendein so Typ Ansprüche hat. So, ich glaube, es wäre jetzt aber ganz gut, wenn... mir geht's immer noch gut, trotz meiner Krankheit. Aber trotzdem wäre mal so... ein Erbe wäre nicht schlecht. Jawohl, ich habe eine Ehefrau gefunden. Ich habe eine Ehefrau gefunden, die es wert ist, von mir geheiratet zu werden. Schreib sie mir. Sie ist maßvoll, ehrlich und keusch. Oh. Aber sie ist ein Bastard, aber das ist in Ordnung. Aber das ein Gottesgeschenk also. Ein Gottesgeschenk, ja. Ja. Okay. Ich habe gerade eine Aufgabe bekommen, Itania zu befreien. Das ist nämlich tatsächlich in dem Gebiet von einem muslimischen Herrscher gerade. Oh. Und das werden wir annehmen. Ich habe einen Anspruch auf Itania bekommen. Wo ist das denn? Da unten. Boah, da muss ich mich mit 3200 Mann anlegen. Hui. Ich dagegen warte gerade ganz opportunistisch drauf, dass der Emir von Mallorca stirbt, damit seine Bündnisse auslaufen. Und, ich habe den Anspruch nicht mehr, weil mein Vater den hatte. Aber es gehört doch der Familie. Komm, fingiert wieder einen. Ah, die Kröten haben doch angeschlagen. Ich bin wieder gesund. Die Kröten haben doch angeschlagen, wie das klingt, ey. Oh Gott, die Mutter meiner Tochter ist eine Unzüchtige. Meiner Verlobten ist eine Unzüchtige. Aber das hatten wir ja schon. Aber auch die ist maßvoll und aber auch nicht gläubig. Ach, die sind alle nicht perfekt, ne? Das ist unfassbar problematisch und kritisch. Der Elfjährige von vorher ist jetzt 20 und will mit mir Schach spielen. Komm, let's do it. Eine wetteifernde Grimasse. Also, ich habe 20 Kriegsführung, er hat 15. Also, Kriegsführung wird mit Ränkespiel gekontert. Diplomatie bin ich, also Ränkespiel bin ich leider nicht gut. Und gelehrt bin ich auch nicht. Ich kann nur Kriegsführung benutzen. Irgendwie hat er alles durchkreuzt, was ich tue. Wisst ihr, deshalb mag ich Schach, gibt mein Gegenüber von sich. Kein Umherschleichen, kein Lügen. Nur ein Wettstreit zweier Geister. Einer, bei dem... Nun, was willst du mir sagen? Aber halt, das sind seine Werte. Meine sind... Er ist in allem scheiße. Ich bin im Ränkespiel sogar besser als er.
bin auch gelehrter als er. Aber Kriegsfürst hat mit Abstand mein bester Wert. Ein starker Schwertarm ist ein starker Würfelarm. Komm. Ja, ja, ich habe die Flüchtlinge ja auch nicht angenommen, Karam. Ich habe die ja nicht angenommen, glaube ich. Die waren jüdisch. Die habe ich weggeschickt. Da habe ich aufgepasst. Wir liegen Kopf an Kopf. So, so. Ha! Mit triumphalem Gebrüll springe ich auf die Beine und verstreue überall Spielfiguren. Niedergeschlagen bleibt Abu al-Qasim sitzen, die Hände in die Seiten gestürzt und bemüht überhaupt zu verstehen, was er falsch gemacht hat. Ja, das ist der Typ, der uns vorher in die Schulden gestürzt hat. Den haben wir jetzt im Schach besiegt, immerhin. Und wir, natürlich erfreuen wir uns noch an unserem Sieg. Wir reiben das rein, wir sind nicht nett oder sowas. Wir sind nicht nett oder sowas, das ist auch eine schöne Natürlich Beschreibung. Natürlich nicht, Abu al-Qasim, ey. Ich hasse keinen Menschen mehr auf der Welt als den. Das ist ja der Typ, der... Jetzt könnten wir vielleicht sogar allmählich mal... Er hat gerade weniger Geld als wir. Wir brauchen nur noch ein bisschen... Ah, meine Ruhmstufe ist entehrt. Ich kann keine Kriege erklären, aber bald... So, ich muss meine Armee ausbauen, auf jeden Fall. Ich bereite mich darauf vor, Krieg gegen die Muslime zu führen, jetzt nach unten hin. Ich auch. Nachdem jetzt klar ist, dass ich im Schach besser bin als er, werde ich auch im echten Krieg besser sein als er. So funktioniert das doch. Ich drücke dir die Daumen, dass das so funktioniert. Ja, ist eindeutig. Königin Beatrix, Gemahlin von König Aomir von Böhmen, schmiedet Ränke. Das Opfer, mein Gast Amelie. Das ist in Ordnung. Die ist eine gottlos getriebene Wahnsinnige. So. Oh mein Gott! Was? Meine Schwester, die Nonne, ist schwanger geworden. Das, Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Pia. Nee, Leute, das ist kein Wunder. Nicht alles, was meine Familie macht, ist ein Wunder. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist eine Katastrophe. Ein Geschenk Gottes, wird gesagt. Das ist kein Geschenk Gottes. Ich erkenne dieses Kind nicht an. Also nach der Doku gestern tut sie mir leid. Oh, oh Gott. Oh nein. Bitte nicht. Das war jetzt nicht, das war etwas daneben. Oh Gott. Und aber du, Pia, du kannst ja nicht diese Art von Empathie zeigen. Dein Charakter würde das nicht. Hallo Molon. Nee, mein Charakter glaubt nicht an die Fehlbarkeit der Kirche. Die Kirche hat keine Fehlbarkeit. Nee, die ist ja sehr auch... Und selbst wenn, wäre sie ja selber schuld. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Sie hätte ja irgendeinen armen Priester verführt dazu. Auf jeden Fall. Der jetzt dann sündigen musste wegen ihr. Was ja gar nicht geht. Was denn für eine Doku? Wir haben eine Doku über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche geguckt. Aber... Nun hast du diese Rolle angenommen, Pia. Ich würde sie halt super gerne... Ich würde sie gerne denunzieren, aber ich habe nicht genug Prestige, um das zu machen. Diesen Kerl muss ich also... Als Nonne ein Kind bekommen, das geht halt gar nicht. Ja.
So, also ich werde jetzt erstmal versuchen, dass mein Bischof mich mag. Dann müssen wir ein bisschen Prestige bekommen, um endlich nicht... Wie hat er es geschafft, entehrt zu werden? Das würde mich echt interessieren. Was hat er Schlimmes getan? Eigentlich muss ich jetzt nur darauf achten, wer in meinem Hof Liebesbläschen bekommt. Dann weiß ich nämlich, wer der Vater ist. Wow. Tschüss, Karim. Nee, noch nicht, Philipp. Kannst oder möchtest du sie exkommunizieren? Ich möchte sie einkerkern im Optimalfall, aber sie lässt sich nicht einkerkern. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das funktioniert. Exkommunikation kann ich noch nicht, weil ich nicht gläubig genug bin dafür. Exkommunikation wäre großartig, aber da fehlt mir einfach noch Frömmigkeit. Also ich bin halt noch sehr jung, ne? Das macht es halt sehr schwierig. Und jetzt ist das ein Kind meiner Dynastie. Oh Gott. Okay, es sind sehr viele Pop-Ups gerade. Nee, die wird nicht nach meinem Vorfahren benannt. Das kann sie vergessen. Die bekommt einen galizischen Namen. Die hat auch keinen katholischen Namen verdient. Das ist... Wow. Was ist ein Name, der wie eine Strafe klingt? Das ist eine gute Frage. Brixa, auf jeden Fall. Oh ja, oh ja. Maurice. Hm? Durch meine Bemühungen, eine wahrhaft gefürchtete und respektierte Persönlichkeit zu werden, ist eine große Anzahl schuldiger und illoyaler Personen in meinem Kerker gelandet. Viele so niedere Halsabschneider und Taschendiebe vom Land und aus den Städten warten auf ihr Schicksal, abgeschieden von der Gesellschaft, doch ich habe womöglich eine bessere Verwendung für sie. Ich stelle mir einen Wald vor, der voll von aufgespießtem Abschaum und Verrätern ist und ganz Akurune umgibt. Eine grauenvolle Mahnung an jene, die es in Erwägung ziehen, den Herzog zu verraten. Ich erblicke Reihe um Reihe gewöhnlicher Verbrecher, die sich bis zum Horizont erstrecken und den Boden von Akurune mit ihrem Blut tränken. Mit ein wenig Arbeit können wir genug von diesem Ungeziefer zusammentreiben, um meinen Traum zu verwirklichen. Fangen wir an, der Wald meiner Träume. Der Typ ist 18! Nicht mal mein Würfeltyp hatte so schnell diesen Traum. Darf ich mal kurz... Das sagt auch wieder so viel über mich aus. Ne? Also es ist ja bekannt, dass mein Chat aus Säcken besteht, aber die Krönung des schwarzen Humors kommt hier von einer... geschätzten Zuschauerin, die ich erst heute zur Moderatorin ernannt habe, schreibt, Durioka hat echt einen grünen Daumen. Ja, nun, ich komme halt nach meiner Mutter. Meine Mutter war Herzogin Barbirilla, die Pfählerin von Galizien, und jetzt bin ich Herzog Isaac, der Pfähler von Galizien. So funktioniert das. Das hat er gelernt, klar. Der ist ja ein ziemliches Muttersöhnchen. Ja, komplett. Aber das mit meiner Schwester ist ein großes Problem, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja, das verstehe ich. Der möchte das Hausbanner haben. Ja, das kann er haben, das brauche ich nicht. Ich kann das eh nicht aufhängen, ich habe ja eh keinen Thronsaal. Deswegen nimm das Hausbanner. Die Frau Mutter wäre so stolz auf ihren Sprössling. Gott habe sie selig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wäre sie das. Alles richtig gemacht. Und jetzt fangen wir gleich noch einen Krieg an. Wen? Gegen wen? Ich muss ja dieses eine Gebiet einnehmen noch. Von den Muslimen. Aber das Problem ist, sind, ja, 2500 Mann, ein bisschen. Ein bisschen fehlt uns, dann schaffen wir das. Die haben Kamelreiter. Das heißt, wir holen uns noch ein bisschen mehr Pikiniere. Ich habe gehört, Pikiniere sind eine gute Geschichte gegen Kamelreiter. Bist du bereit, mir in diesen Krieg zu folgen?
Was habe ich denn davon? Das ist ein Krieg gegen die Muslime. Ja, aber irgendwo, also... Ja gut, dann nicht. Überhaupt? Ich meine, ich kann dir meine Dienste natürlich gegen bare Münze anbieten. Ach, der hat 5000 Mann. Wegen den Verbündeten. Ich habe 4200, aber die bewegen sich natürlich nicht kostenlos all diesen weiten Weg, ne? Also. Oh, du hast nur 69 Gold. Das ist ganz schwierig. Das ist das ganz zeigt schwierig. Das zeigt ja eigentlich, dass Gott da gar nicht auf dieser Seite, auf der Seite dieses Kriegs ist. Ist das so? Zeigt es das? Ja. Oh, derweil... Ich habe gerade 176 Gold geschenkt bekommen. Oh, hier will... Ich habe endlich den Prätext für meine gierige Expansionsbemühung. Ein Dorfältester tritt an mich heran. Großer Fürst, bitte habt Gnade mit uns und rettet unser Dorf vor der Tyrannei von Emir Yahya von Tuyatula. Er hat unsere Siedlung viel zu lange... Ja, natürlich. Wobei, wo ist denn Emir Yahya? Das ist der da hier. Das ist ein anderer. Der hat ein paar Verbündete, blöderweise. Ja, nee, dann... Also ich habe gerade aus göttlicher Fügung heraus Geld geschenkt bekommen, Maurice. Also... Und konnte meine Armee deswegen aufmopsen. Die Frage, die sich mir hier halt stellt... Ich will ja nur Itania haben. Warum werden mir da alle angezeigt? Ah, ich glaube, weil die alle mithelfen. Weil das muslimisch ist. Kann das sein? Nee, das ist in seinem Gebiet. Ah, weil das der Lehnsherr ist. I see. Und der Lehnsherr hat starke Verbündete. Das bedeutet aber auch, dass wir hier einfach nur eine Heirat verhindern müssen. Oder beenden, vielmehr. Aber der ist eigentlich nicht unser Problem. Der ist unser Problem. So, wie ist dieses... Ach, die haben das Bündnis ausgehandelt. Ich krieg da niemanden getötet. Das ist natürlich ein Fuchs. Das ist natürlich ein ziemlicher Fuchs. Was ich auf jeden Fall erstmal machen kann, ist, ich kann ja nach einem Druckmittel fingieren, was meine Schwester angeht. Dann habe ich einen Einkerkerungsgrund gegen sie. Das ist ganz gut. Und die Tochter geht bei mir, nicht bei mir direkt, nee, die Tochter geht bei meiner anderen Schwester in den Unterricht. Der kleine Bastard, und die wird dann auch als Nonne ausgebildet. Eine andere Daseinsberechtigung hat sie nicht. Vielleicht kann sie auf diese Art und Weise die Scham ihrer Mutter reinwaschen. Außer den Herrscher selbst um die Ecke bringen. Boah, aber das ist halt, ich glaube, den kriege ich nicht so leicht getötet, tatsächlich. 11% ist halt schwierig. Wird endlich nicht mehr entehrt. Jetzt wird dieser Typ hier büßen. Er kann immer noch gut Söldner anheuern, aber ich auch. Das gleicht sich, glaube ich, ungefähr aus. Komm. Ich will dieses Gebiet. Das ist meins. Maurice? Kastilien hat 7000 Mann. Kastilien ist leider stark, ja. 7000 Mann. Okay, der hat direkt sich wieder Söldner geholt. Das heißt, wir müssen das auch machen. Nico, die Tempelritter! Jetzt kriegst du
von den Dienern des Herrn auf die Fresse, du muslimisches Sackgesicht. Auf geht's. Kleiner Reminder an dieser Tempelritter. Stelle, dass es hier um das Spiel geht und um nichts anderes. Wir sind nicht rassistisch. Deus vult! Wir spielen einen kriegerischen Spielstand als furchtbare Deus Katholiken. Deus vult! Und Maurice dreht ein bisschen durch. Nebenbei erwähnt, habe ich jetzt auch noch einen Anspruch auf Mallorca. Das hole ich mir als nächstes. Aber jetzt erstmal, du hast mich in die Schulden gestürzt. Du hast unser Haus entehrt, du. Nur weil du besser gekämpft hast als wir. Ja, jetzt ist endlich Zahltag. Nieder mit ihm. Tötet ihn. Serak schreibt, ich höre nur den Ton. Das macht alles ganz viel witziger. Großartig. Absolut großartig. Nieder mit ihm, sage ich. Bei mir wird auch im Chat gesagt, hallo, ich bin der Maurice, bitte macht Clips für mich, danke. Etwas später, jetzt kriegt er von den Dienern Gottes auf die Fresse. Ich habe nie gesagt, dass ich diese Twitch-Karriere sonderlich gut durchgeplant hätte oder sowas. Ich will nicht wissen, was gerade meine Nachbarn denken. Ich bin auf der Couch, schaue den Stream von euch und die Fenster sind offen. Schwierige Geschichte. Und mein Mod musste jetzt tatsächlich für diesen einen Stream zur Liste der erlaubten Begriffe im Chat ihr muslimischen Sackgesichter hinzufügen. Oh Gott. Das ist furchtbar. Das ist alles furchtbar. Das ist richtig furchtbar. Es tut mir leid. Sagte er, während er lacht. Ja, ja. Findet ihr meine Reue nicht auch sehr aufrichtig? Sehr. Doch, Leute, meine Armee hat einen Befehlshaber. Die Tempelritter haben nur keinen. Aus irgendeinem Grund kriegen die immer nicht. Also der Großmeister ist... Ich kann auf ihn zugreifen. Aus irgendeinem Grund aber ist er nicht der automatische Befehlshaber, wenn ich diese Armee anheuere. Ich verstehe auch nicht ganz. Das ist schon länger so. Ich verstehe auch nicht ganz, wo das herkommt. Oh Gott, ich habe einen neuen Bischof und der mag mich nicht. So fängt es immer an. Einer mag mich jetzt bald, glaube ich. Kannst du deine Frau jetzt eigentlich verführen? Dein Char selbst ist ja nicht mehr keusch. Boah, weiß ich gar nicht, ob das gehen würde. Ich glaube nicht, weil sie selber keusch ist. Also ich lerne gerade auch eine Sprache von ihr. Deswegen kann ich das auch gerade nicht machen. Das möchte ich auf jeden Fall abschließen. Weil dann ich habe halt, es ist halt sehr romantisch, dass ich Baskisch gelernt habe, um mit ihr sprechen zu können. Das ist in der Tat romantisch. Das finde ich tatsächlich sehr passend. Und wir haben ja keine Eile, Kinder zu kriegen. Sie hat eine junge, strahlende Zukunft mit mir. Also ich habe da noch keinen Stress. Meine Ambitionen sind entspannt. Ich bin 19. Und männlich, ich habe lange Zeit, Kinder zu kriegen. Das stimmt, das ist für wahr. So, noch einen leeren Ratsposten. So viel Gold scheffeln in diesem Krieg. Keine Eile, bis Maurice Meuchelmörder kommen. Maurice und ich spielen nicht gegeneinander diese Runde. Ich sehe, dass ihr ihn die ganze Zeit als Gegner von mir wahrnimmt. Wir sind doch die nobelsten Kameraden. Also gegen entsprechende Münze. So, ich mache auf jeden Fall erstmal ein Festmahl, weil ich bin unersättlich. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt sind ein paar Jahre vergangen, seitdem meine Mutter gestorben ist. Das heißt, so stückchenweise können wir ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, feiern. Sie ist ja nicht mehr so streng. Ach so, dein Typ entdeckt jetzt doch so ein bisschen die weltlichen Freuden für sich. Ja, er ist ja nicht keusch. Seine Mutter war keusch. Er ist ja nicht keusch. So. Deswegen, ich denke, so mit 19, also er war ein Muttersöhnchen auf jeden Fall, aber es ist jetzt 5 Jahre her. Er ist immer noch Herrscher. Und langsam... Oh,
die haben sich Verbündete reingeholt. Jetzt wollen sie hier kämpfen. Ich habe ein Druckmittel gegen meinen Lehnsherrn bekommen. Ich meine, wenn ihr da kommt, das ist geil. Maul, das heißt, ich kann ein Titelaberkennungsrecht. Ja, das verliert ihr, glaube ich, richtig übel. Oh, aber mal, ich muss hier, was ist denn hier hinten? Der Anführer zählt. Kein Tag vergeht, ohne dass Bischof Emmich sich während seiner Predigten über mich lustig macht. Dieses besessene Monstrum ist sich sicher, dass ich mit den Mächten der Finsternis im Bande bin und wird nicht ruhen, ehe er die Bauernschaft gegen mich aufgewiegelt hat. Ja, der mag mich nicht, der neue Bischof. Aber ich meine, du bist doch Gottes Sohn. Ja, es ist furchtbar. Ich gebe dem Geld, damit er mich mag. Geld? Ja. Kann man denn Geld ausgeben, wenn man es auch behalten könnte? Ja, das ist okay. So. Geil. Ich habe jetzt die Vasallenbande zu meinem Lehnsherrn geändert und habe jetzt garantierte Ratsrechte. Und push damit meine eigenen Werte schön hoch, weil ich damit im Rat eingesetzt werde. Obwohl ich echt nicht gut bin. So. Aber das gefällt mir tatsächlich echt gut. Dankeschön, Shiny, für die 6 Monate und die 2 verschenkten Subs. Vielen lieben Dank. Das ist total lieb. Danke, danke, danke schön. Das ist sehr süß. Dankeschön, dankeschön. Mein Typ ist jetzt ein relativ guter Kriegsfürst. Vielen, vielen lieben Dank. Der hier relativ grausam waltet auf dem Schlachtfeld. Der hat halt seinen Vater, meiner hat auch seinen Vater beobachtet, aber ist noch aus den Fehlern gelernt. Das Gier allein bringt dir nichts, wenn du nicht auch den Schwertarm hast, um dir zu nehmen, was du begehrst. Und deswegen tut mein Typ auch gerade so in Gesellschaft dieses Tempelritter-Großmeisters. Ich meine, wobei, mit den Templern müsste sich mein Haus doch super gut verstehen, weil eigentlich die waren ja schon, auch Banker. Ja. Also die Templer sind ja eigentlich so, ich glaube, mein Typ, der Tempelritter, gibt ihm gerade so ein bisschen Anweisung so, dass das, also wie er die Religion doch sehr gut mit seinen persönlichen Überzeugungen noch mehr vereinbaren kann, ne? Dass man ja auch der Banker Gottes sein kann. Meine Frau ist asexuell. Du wolltest ja unbedingt so eine tugendhafte. Ich bin doch nicht, also ich beschwere mich auch nicht. Sag mal, Pia, ist das ist doch so ein bisschen so ein, also so ein psychologisches Ding. Du hast jetzt offensichtlich quasi deine Mutter geheiratet. Hä? Oh, das war laut. Eine religiöse, tugendhafte, keusche Frau hast du dir gesucht. Ich meine, meine Frau ist, hat auch nicht so Bock auf mich, habe ich den Eindruck. Weil ich immer noch keinen Erben habe. Dankeschön, Grumpy Panda, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. So, dankeschön. Ich muss relativ schnell diesen Krieg beenden. Vielen Dank. Bevor noch diese. Der hat irgendwo Verbündete, die bald kommen könnten. Und wir wollten ihn ja angreifen, während er schwach ist. Oh Gott, ich muss aber echt sagen, Religion ist schon geil. Dass ich hier halt kostenlos Truppen kriegen konnte, statt mein hart erarbeitetes Geld auszugeben. Also dieser Krieg macht meinen Typ gerade sehr katholisch, muss ich sagen. Und was für eine leichte Ausrede, ne, wie ich diesen Krieg einfach führen konnte, einfach nur, weil der andere ein Moslem ist. Und dann kommen sofort, dankeschön, so der ist a sucker born every minute. Ja, ich sag nur, ich will das Land von dem Moslem da drüben. Und sofort 3000 Templer, das finden wir so geil, da helfen wir dir kostenlos. Also, da eröffnen sich gerade Perspektiven, finanziell gesehen, die halt einfach faszinierend sind. Ey, meine Schwester ist schon wieder schwanger. Die Nonne. Oh Gott. Ja, ich zahle Pietät, aber die brauche ich ja für sonst nichts, weil ich ja keinerlei Verwendung habe für Religionspunkte als weltlich, sag ich mal, gesinnter Mensch, der ich bin. Hier noch so eine kleine 300er-Armee platt machen. Das fühlt sich gut an.
Das ist so scheiße, dass die jetzt lauter Kinder bekommt. Ey, das ist echt kacke. Übrigens haben wir, hat unser hat Kastalien endlich mal einen sinnvollen Krieg gestartet. Die haben einen Krieg gegen einen Moslem gestartet und ich bin dem Krieg freiwillig beigetreten, um da gleich zu unterstützen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wir müssen noch eine Stadt halt irgendwie holen. Dann haben wir das ja hier. Jetzt nicht diesen schäbigen, winzigen Armeen hinterherrennen von ihm. Ist das vielleicht das Kloster aus Ritter der Kokosnuss? Ja, es wirkt ein bisschen so, ne? Ich versuche ihr schon die ganze Zeit, also ein Druckmittel zu fingieren, damit ich sie dann einkerkern kann. Aber so wie die durch die Gegend knattert, bleibt die auf jeden Fall in meinem Gefängnis, wenn ich die einmal eingekerkert habe. Dankeschön, Daichan, für die 2 verschenkten Subs und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank für die Subbombe und willkommen an alle Neuen. Willkommen bei den Eumeln. Ja, meine Frau, ich versuche sie jetzt mal zu verführen. Ich wollte erstmal den Bischof überzeugen mit dem einen Komplott, das ich machen kann, weil das mir Geld bringt. Das war mir dann wichtiger als Liebesdinge. Aber jetzt hat der Bischof, der mag mich immer noch nicht, weil ich darin versagt habe, ihn. Wobei, ich glaube, es hat sogar geklappt. Inzwischen mag er mich. Geil. Dann, Leute, jetzt hier schnell noch diese Burg erobern. Und dann gehört das hier alles uns. All dieses Land gehört dann uns. Und wir können uns sogar noch beweihräuchern, dass wir dem wahren Leute, Glauben gedient haben. Ey. Vielen lieben Dank für die 10 verschenkten Subs. Frei nach. Vielen lieben Dank. Das ist total lieb. Ich danke schön für die weiteren 10 verschenkten Subs und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank für euren Support, ihr Lieben. Dankeschön, Dankeschön. Oh, wir haben hier... Und jemand schickt mir ein Geschenk. Eine Schlacht, die ich nicht gewinnen werde. Krachdodon schickt mir einfach gesehen. 200 Gold. Das habe ich zu spät Warum? Gesehen. Aber ich nehme es. Ach, ich habe mich meine Armee leider gerade zerschlagen lassen. Ich war mit anderen Sachen beschäftigt und habe nicht gesehen, dass da 3000er Armee mich approached. Ich habe nämlich auch gerade nicht gesehen, dass da eine Armee kommt. Verdammt. Ja. Verbündete, kommt rein! Ja, ich bin nicht besonders strategisch smart, was das angeht, leider. Verdammt, ich hab's auch gerade, weil die... Verdammt, ich hab's auch gerade. Ich weiß nicht, wo die hergekommen sind. Verdammt, jetzt verliere ich doch noch mehr hier was. Ah, das ist echt blöd gerade. Nervig. Wo kam das denn jetzt her? Kurz gucke ich nicht. Und sofort ist hier so eine stärkere Armee. Weil aus irgendeinem Grund mein Typ nicht als der Feldherr gilt, der Primäre von der Armee. Mein Typ ist ja besser als der Tempelritter. Aber er zählt. Alter Kleppi, was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Was ist das denn? Ich wurde jetzt auch sehr passend. Ich wurde jetzt halt von diesem Geschenkprompt wurde ich abgelenkt. 22 Subs. Und bin so vom Golde geblendet gewesen. Ich danke euch. Vielen lieben Dank.